Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelsvakantist. Wir haben heute den 16. Dezember 2015. Ich habe heute bei Change.org eine Petition eingerichtet, Petition für Strafverfahren gegen Kirchenrechtler Thomas Schüller. Die Petition kann auch direkt unter der Adresse petition.ml erreicht werden. Und hier ist der Text. Der völlig desaströse Zustand der BRD-Justiz, falsche Anklagen durch Staatsanwaltschaften, falsche Gutachten durch Sachverständige, falsche Urteile durch Richter und so weiter und so fort, wird oft thematisiert. Allerdings geht es in diesbezüglichen Foren, Blogs, Zeitungsartikeln, Fernsehbeiträgen etc. oft nur um Privatanliegen von Privatpersonen. Und vor allem ist es oft nicht nachvollziehbar, inwiefern bzw. ob überhaupt den sogenannten Justizopfern Unrecht geschehen ist. Das hiermit angestrebte Strafverfahren gegen Thomas Schüller, sogenannter Professor für katholisches Kirchenrecht an der Universität Münster, ist aber von allgemeinem, notwendigem Interesse bei gleichzeitiger, sofortiger, unweigerlicher, klarer Erkennbarkeit des Unrechts. Schüller ist unter anderem bekannt für seine Aktivitäten gegen Franz Peter Thebatz van Elst, den er öffentlich als unfähig, uneinsichtig und offensichtlich krank titulierte und gegen den er ein strafrechtliches Vorgehen seitens der weltlichen Behörden befürwortet. Frankfurter Rundschau, 9.10.2013. Schüller ist also sehr direkt. Diese Information über Schüller fand ich deswegen wichtig, um zu sehen, dass Schüller durchaus in der Öffentlichkeit auftritt und zwar auch in welcher Weise er in der Öffentlichkeit auftritt. Hier geht es um Schüllers Aktivitäten in einem Strafverfahren gegen den Verfasser. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte den Verfasser des Missbrauchs von Titeln angeklagt. Die Anklageschrift nennt lauter Internetadressen von Publikationen, in denen der Verfasser als Kurzbiografie geschrieben hatte. Rolf Hermann Lingen, geboren 1967 in Recklinghausen, begann nach Abitur 1986, Durchschnitt 1,6 und Bundeswehr 1987, Obergefreiter, das Studium Katholische Theologie für das Priesteramt in Bochum. 1995 machte er das Diplom Katholische Theologie mit dem Prädikat sehr gut in Chur. Die Staatsanwaltschaft Essen erklärte kurzerhand ohne jegliche vernünftige Begründung die Selbstdarstellungen des Verfassers für falsch und vor allem strafbar. Zur Erläuterung. Der Verfasser leistet Aufklärungsarbeit über die Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils, V2. Vulgo Katholische Kirche. Zahlreiche hohe V2-Funktionäre, zum Beispiel Jorge Bergoglio, Vulgo Papst Franziskus I., Karl Lehmann und Reinhard Marx, sind Mitglieder im Rotary Club. Dieser ist gemäß bischöflicher Erklärung Palencia 1928, Zitat, eine neue satanische Organisation, der Freimaurerei nahestehend, abscheulich und verdorben. Zitat Ende. Katholischen Klerikern ist eine Rotary-Mitgliedschaft verboten, Heiliges Offizium 1952. Ebenfalls Rotarier sind Angela Merkel, Hans-Jürgen Papier, Andreas Voskuhle, Roman Herzog und Horst Köhler. Verständlich also, dass V2-Gruppe Justiz und Politik wie verrückt gegen den Verfasser wüten. Dieser radikal verlogene Strafprozess wegen Missbrauchs von Titeln mit erwarteter lebenslänglicher Strafe bzw. Psychiatrisierung wegen Ungehorsam sollte dem Verfasser nach bereits zahlreichen früheren Verurteilungen, auch zu Gefängnis, nun endgültig das Genick brechen sowie generell ein Exempel gegen die römisch-katholische Kirche statuieren. Also man kann natürlich sagen, der Prozess ging nur über ein Strafmaß von 2 bis 4 Jahre Gefängnis, aber das würde ja bedeuten, dass ich dann nachher das nicht mehr tue, was mir vorgeworfen wird, nämlich als katholischer Priester aufzutreten. Also das wäre eine unendlich verlängerbare Strafsache gewesen. Und zum Gefängnis bin ich verurteilt worden, weil ich die Behauptung vertreten hatte, dass mir früher die Domain katholisch.net oder katholisch.de gehört hat. Und also das stimmt wirklich. Jeder kann das nachprüfen bei archive.org. Da kann man in der Wayback-Maschine nach katholisch.de gucken und da sieht man, dass die Domain, die jetzt der V2-Sekte gehört, früher mir gehörte. Aber die V2-Sekte hat dann beim Gericht erstmal mir die Domain konfiszieren lassen
Und als sie dann geschrieben hat, dass mir die Domain eben früher gehört hat, hat die V2-Sekte beantragte, sich für diese Aussage, eben, dass mir die Domain früher gehört hat, verurteilt wurde. Und das Gericht hat gesagt, ja, ist eine feine Sache, den Linken verurteilen wir mal. Und dann habe ich also kurz Zeit später die Haftladung im Briefkasten gehabt. Als Gutachter gegen den Verfasser wurde also Thomas Schüller bestellt und tatsächlich im Gutachten behauptet Schüller gegen den Verfasser, gemäß Kanon 1050 CEC Nummer 1 müsste er die gemäß Kanon 1032 Paragraph 1 erforderliche fünfjährige Studienzeit nachgewiesen haben. Hierzu ist nichts ersichtlich. Mithin ist anzunehmen, dass der Angeklagte die Studien nicht geleistet hat. Klar ist, durch diese Diplomleugnung wird der Verfasser als theologisch inkompetent hingestellt und überhaupt erscheint damit der sogenannte Sedisvakantismus generell als bloße schwärmerische Fantasterei exaltierter Versager, die zu faul, zu dumm, zu etc. pp. Sind, um sich wenigstens einmal mit V2-Theologie zu beschäftigen und die sich gegebenenfalls obendrein noch erdreisten, einen erfundenen Titel Diplom-Katholische Theologie, sogar mit dem Prädikat sehr gut, als Glaubwürdigkeitsbeweis zu missbrauchen. Jeder denkende Mensch erkennt allerdings unverzüglich, unweigerlich, unmissverständlich, dass der Schülertext kein Gutachten ist, sondern eine hemmungslose Orgie absurdester, verleumderischer Lügen. Ein ausführlicher Kommentar via kommentar.tk blieb wohlgemerkt vollkommen unwiderlegt und vor allem unwidersprochen. Und sogar im Hauptverhandlungsprotokoll ist festgehalten, der Verfasser hat gegenüber dem Gericht in Anwesenheit der Staatsanwaltschaft anhand zahlreicher Dokumente inklusive Diplom mehrere von Schüllers Lügen unanfechtbar widerlegt. Deshalb befahl das Gericht dem Verfasser nachdrücklich, Schüllers manifestes Falschgutachten rückhaltlos als richtiges Gutachten und vor allem die Oberhoheit des Staates über die Kirche anzuerkennen. Also das hatte der Richter dann auch in einem, Wolfhard Timm heißt der, Dorsten, hatte das auch in einem Protokoll erklärt. Es geht nicht darum, ob ich Recht habe, sondern es geht nur darum, dass der Staat bestimmen kann, was die katholische Kirche ist. Also spielt gar keine Rolle, ob die V2 die katholische Kirche ist. Entscheidend ist, laut Wolfhard Timm, laut Justiz, nur, dass der Staat, also die Politiker bestimmen, die V2-Sekte ist die katholische Kirche und nur diese Sekte hat den Anspruch für den Titel katholisch. Also im Klartext lautet der gerichtliche Befehl an den Verfasser, du sollst lügen. Aber das göttliche Gesetz, 8. Gebot, lautet bekanntlich, du sollst nicht lügen. Vergleiche Papst Leo XIII. Enzyklika Sapiens Christiane, 1890, Zitat, es ist nämlich ein Frevel, Gottes Gebot, um der Menschen willen zu übertreten. Es ist verboten, die Gesetze Jesu Christi zu missachten, um der Obrigkeit zu folgen, oder die Rechte der Kirche zu verletzen unter dem Vorwande, das Recht des Staates zu wahren. Es gibt keinen besseren Bürger, weder im Krieg noch im Frieden, als der pflichttreue Christ es ist. Demnach muss er alles erdulden, ja selbst den Tod, als die Sache Gottes oder der Kirche preisgeben. Nur das ist ein wahres Gesetz, welches als vernünftiger Befehl von der rechtmäßigen Gewalt zum allgemeinen Wohle erlassen ist. Nur jene ist eine wahre und rechtmäßige Gewalt, welche von Gott, dem höchsten Fürsten und Herrn aller, stammt. Er allein kann einen Menschen Macht über einen Menschen verleihen. Zitat Ende. Weil der Verfasser dementsprechend trotz aller gerichtlichen Drohungen keinerlei Bereitschaft aufbrachte, dem gerichtlichen Befehl zur Lüge zu gehorchen, erklärte das Gericht den Verfasser für schuldunfähig. Vorerst verzichtete es dabei zwar auf weitere Strafmaßnahmen, Zwangseinweisung, drohte aber dem Verfasser nachdrücklich, dass er trotzdem jederzeit für seine Missachtung naturrechtswidriger Befehle sehr schwer bestraft werden könne. Originaltonurteil: Beim Angeklagten fällt schwer, eine Unrechtseinsicht festzustellen. Das ergibt sich daraus, dass er grundsätzlich der Auffassung ist, dass göttliches Recht höher einzuschätzen ist als weltliche gesetzliche Bestimmungen. Übrigens noch wichtig, die Ansicht, die also, auf der das ganze Urteil eben basiert, sprich, dass die Kirche dem Staat unterworfen ist, ist eine von der Kirche ausdrücklich unfehlbar verurteilte Irrlehre. Also jeder, der das glaubt, ist ein Heretiker und gehört nicht zur katholischen Kirche. Also wenn ich das Urteil annehmen würde, wäre ich selber ein Heretiker. Und jeder, der das Urteil für richtig hält, ist ein Heretiker.
Vielleicht das Schreiben der Staatsanwaltschaft Essen vom 12.11.2014 an den Verfasser. Nach dem rechtskräftigen Urteil des für Sie zuständigen Amtsgerichts Dorsten vom 27.09.2012, Aktenzeichen 7LS 29JS 7408 4311, sind Sie im Zusammenhang mit der Selbstzuschreibung theologischer Qualifikation und Titel als schuldunfähig anzusehen. Wichtig, Schüler schreibt nicht als Privatmann, sondern mit dem Absender Katholisch-Theologische Fakultät, das heißt als hochrangiger Repräsentant der V2-Gruppe. Und die vollkommene Richtigkeit uneingeschränkt aller Aussagen des Schülertextes wurde, bis vor kurzem, von der ganzen Autorität der gesamten V2-Gruppe Excellentio ausdrücklich vollumfänglich bestätigt. Die zahlreichen Schreiben des Verfassers an zahlreiche V2-Stellen bezüglich der absurden Verlogenheit des Gutachtens blieben in der Sache bislang alle komplett unbeantwortet. Normalerweise erfolgte darauf einfach gar keine Reaktion. Und mittlerweile ist der Schülertext auch unanfechtbar endgültig rechtskräftig für absolut unantastbar erklärt worden. Bundesverfassungsgericht AR 1670 15, 15.06.2015. Allerdings sind am 9.12.2015 plötzlich, schrieb am 9.12.2015 plötzlich Martin Rohrer, sogenannter Regensitzpriester im Nahen St. Lucien Chur, an den Verfasser, Zitat, unser Archivar hat im Archiv nachgeschaut. Ihr Diplom ist als Kopie dort abgelegt und ist somit echt. Es gibt auch Unterlagen, dass Sie bei uns Ihr Studium abgeschlossen haben. Bei uns hat aber unseres Wissens nie jemand nachgefragt von der BRD-Behörde. Zitat Ende. Rohrers Schreiben mag zwar nur dazu dienen, dass sich die V2-Gruppe herauslügt, sie hätte sich ja hinreichend für den Verfasser eingesetzt, obwohl in Wahrheit erst Jahre nach der Verurteilung auch nur in einer Mail an den Verfasser und vor allem ohne sonst etwas gegen das gigantische Unrecht zu unternehmen. Wie auch immer, dieses Rohrer-Bekenntnis macht nun absolut unabstreitbar ein umfangreiches Strafverfahren gegen Schüler zwingend erforderlich. Verleumdung eines römisch-katholischen Priesters, Volksverhetzung gegen die katholische Kirche, Falschbehauptungen als Gutachter in einem Strafprozess beim Schöffengericht. Das sind nur einige wenige der zu überprüfenden Anklagepunkte. Dass zu dem Strafverfahren zunächst eine Petition erfolgt, liegt unter anderem daran, dass die Justiz sich bislang und bis einschließlich Bundesverfassungsgericht immer auf die Seite Schülers gestellt hatte und sich dementsprechend weigerte, Schülers Lügenorgie ordentlich zu würdigen. Objektiv ist jeder von diesem Unrecht aus Justiz, Politik und V2-Gruppe direkt und unmittelbar betroffen und sollte hier seine Stimme erheben. Es geht ganz elementar um die Beendigung zahlreicher gravierender Missstände. Vor allem die V2-Gruppe gibt sich als katholische Kirche aus, obwohl sie offenkundig nicht die Säule und Grundfeste der Wahrheit, 1 Timotheus 3,15, ist, sondern eine Propagandagruppe der neuen Weltordnung. Vergleiche den Novus Ordo Missae. An die Stelle des Sakraments tritt ein gotteslästerliches Spektakel. Dann kann man ja sagen, neue Weltordnung klingt nach Verschwörungstheorie. So neu ist diese neue Weltordnung eigentlich gar nicht. Sie ist einfach nur eine neue Bezeichnung für das Althergebrachte, nämlich die Gottlosigkeit der Gesellschaft. Grundsätzlich darf niemand der V2-Gruppe etwas glauben, was sie nicht nachvollziehbar beweist. Aber es gibt noch allgemeinere Missstände, zum Beispiel Staatsanwälte dürfen ungestraft mit verlogenen Anklageschriften gegen notorisch Unschuldige vorgehen. Gutachter dürfen ungestraft in Gerichtsprozessen nach Lust und Laune Lügen und notorisch Unschuldige zu Straftätern erklären. Richter dürfen ungestraft, nur gestützt auf absurde Lügen und manifeste Irrlehren, notorisch Unschuldige verurteilen bzw. für geisteskrank erklären. Politiker dürfen ungestraft eine notorisch nicht-katholische Gemeinschaft wie die V2-Gruppe zur katholischen Kirche erklären. Politiker dürfen gigantische Summen aus Kirchensteuergeldern sowie sogar aus allgemeinen Steuergeldern zugunsten der V2-Gruppe veruntreuen. Der Ausdruck veruntreuen ist insofern wichtig, als es ja darum geht, dass der Staat behauptet, er würde der Kirche Gelder zukommen lassen, also sowohl bei der Kirchensteuer, sogenannten Kirchensteuer, als auch bei der allgemeinen Steuer, die jeder bezahlen muss, die aber an die V2-Sekte geht. Mit dem Vorwand, ja, es gab ja das Konkordat und das ist ja noch immer gültig und da muss eben der Staat an die Kirche bezahlen. Also Veruntreuung ist, dass es eben nicht an die Kirche geht, dieses Geld, sondern an die V2-Sekte und dass die Bürger darüber betrogen werden, nämlich
Auch ich habe viele Jahre lang geglaubt, dass die V2-Sekte die katholische Kirche ist. Und das ist einfach Veruntreuung von Geldern, was da passiert. Politiker, Staatsanwälte und Richter dürfen ungestraft das katholische Glaubensbekenntnis unterdrücken und bestrafen. Zitat: Die deutsche Justiz ruiniert häufig Leben. Zitat Ende von Max Steller, Professor Emeritus für forensische Psychologie. Schluss damit. Also wie gesagt, das ist eine Petition erstmal, bevor sie an die Staatsanwaltschaft geht. Jeder kann die unterzeichnen, jeder sollte sich wenigstens Gedanken darüber machen, ob er nun für oder gegen Kirche ist. Aber jeder muss für die Gerechtigkeit sein, für rechtsstaatliche Verhältnisse. Die Petition kann unterschrieben werden. Kurzadresse ist momentan unter petition.nl.